Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Dead in Bermuda, Folge 2 am Start von der zweiten Staffel. Wir sind gerade bei der Raubtierfütterung. Haben die ersten 3 Tage hinter uns. Tag 4 auch gleich. Und ich versuche das Ganze, nachdem wir beim ersten Mal ja verdurstet sind und auch ein bisschen vom Essen verschenkt haben, bin ich der Meinung, versuche ich das diesmal ein bisschen besser zu gestalten. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich versuche, dass wir nicht so im Übermaß leben wie beim letzten Mal und dass nicht so viel verrottet von der Nahrung. Alejandro ist depressiv und müde, Iliana ist müde, Jacob ist ein wenig hungrig, schlecht gelaunt und sehr müde. Das ist ein wenig hungrig, schlecht gelaunt und müde, Juri ist depressiv und verwundert, Julia ist schlecht gelaunt und schläfrig, Bob ist depressiv und schläfrig und Alice ist depressiv und müde. Das heißt, für Jacob wird es wahrscheinlich einmal schlafen bedeuten. An Tag 4. Jacob, wo bist du? Der müsste irgendwo am Erforschen sein. 26%. Komm mal her. Du tausch einmal den Platz mit der Dr. Winters. Müde 28. Juri einmal ins Flugzeug. Ich glaube, das sollte passen. Wenn der einmal im Flugzeug ist. Wir können leider noch nichts herzaubern. Dafür fehlt uns noch das Holz, der Stein. Holz findet man vielleicht hier irgendwo in einem der neuen Kartenbereiche. Da ist der verrückte olle alte Kauz. Schauen wir mal, ob wir aus dem was herausfinden. Einmal unterhalten. Und zwar wird Alice das machen. Die hat gute Diskussionswerte. Die labert einfach gerne den ganzen Tag. Könnte auch Alejandro machen. Schauen wir mal, ob Alejandro was rausfindet. Schlage ihm auf den Kopf. Oder versuche zu kommunizieren. Wir versuchen zu kommunizieren. Diskussion. Fehlschlag. Ja, geil. Zutiefst deprimiert. 32. Versuchen wir das Ganze noch einmal. Komm, Alejandro, du schaffst das schon. Suche zu kommunizieren. 60%. Fehlschlag. Geil, Alejandro, du bist der Superman. Alice, komm. Liegt's wieder mal an der Frauen. Sie labert mit ihm. Nachdem du eine kommuniziert hast, ein Wort aus dem Mund zu verstehen, bezweifelst du, dass die Kommunikation mit ihm möglich war. Du sitzt neben Position, schließt die Augen, suchst bla bla. Du erwachst aus einem hypnotischen Trance mit den Worten Prophezeiung, Suchen und Liebe. Das ist genauso wie beim ersten Walkthrough. Intelligenz von Alice und Wissen hat sich erhöht. Die Depression hat sich verringert. Ignoriert dich. Okay, jetzt hat er keinen Bock mehr auf uns. Wir können ihn einmal durchsuchen. Ah, 67, wie kann man denn 67 verkacken? Er reagiert immer noch nicht. Aber wir haben Flüssigkeiten gefunden, heilendes Wasser. Das ist schon mal nice. Schauen wir gleich zum nächsten Bereich. Ein Schwan und eine Eule. Ach, das kennen wir vom letzten Mal. Da weiß ich allerdings nicht mehr genau, was man da machen kann. Hölzerner Bogen und Pfeile. Wir werden das Ganze mal durchsuchen. Kämpfe und Schleue. Jude wird das machen. Schleue, Erfolg. Ja, die... du ersuchst an dem Bogen hinter den beiden kämpfenden Vögeln zu bekommen, aber ihr Kampf ist so intensiv, nicht an ihnen vorbeikommt. Sie halten nur inne, um sich zu beißen, wenn sie sich einander nähern. Verletzung erhöht sich. Dabei können wir noch nicht näher kommen. Dabei lassen wir die einfach mal so herumfighten.
Schau dich weiter in der Gegend um und finde Hinweise über die Prophezeiung. Dabei gibt es aber nichts mehr zum Suchen. Da müssen wir erst wieder um neue Bereiche erforschen. Da sind die unterwegs, das zu machen. Alejandro ist depressiv. Den könnten wir mal zum Quatschen schicken. Werkstatt. Wir können leider immer noch nichts herstellen. Wir haben kein Holz gefunden. 10 Versuche noch übrig zum Suchen. Juri wird das machen. Effektivität 1,14%, womit auch immer das zusammenhängt. Wahrscheinlich mit dem Suchenwert. Depression, Verletzung, weiß nicht, ob die auch da mit reinspielen. Juri, Objekt benutzen. Hast du mal was beides reduziert? Schmerzmittel zumindest. Könntest du einmal nehmen? Depression verringert sich um 20%. Eine Pralinenschachtel. Ja. Eine Pralinenschachtel für den guten Juri. Ist in Ordnung. Aber die Effektivität bleibt gleich bei 1,14. Okay. Ihr erforscht weiter, ihr Ladies. 46%. Müde 23. Das, ja, ist in Ordnung. Da kann sie sich gerne ausruhen. Ich werde ihr die Winters auch noch hinschicken. Können sich die dreimal ausruhen und wir machen weiter. Wir suchen einmal im Wrack, finden Holz, Seil, Stoff, schmackhafte Mahlzeit, frisches Fleisch. Forschung geht schleppend voran. Es klappt ganz gut mit dem Ausruhen, aber die verstehen sich nicht. Und die drei sind fleißig am Erforschen. 83%. Neuer Kartenabschnitt fast fertig. Werkstatt, wie sieht's da aus? Ah, geil, geil. Früchtekorb oder Werkzeug sammeln. Ressourcen im Dschungel zu sammeln. Machete, Axt oder das mit den Früchten, damit wir zu Wasser kommen, was auch nicht blöd wäre. Machen wir vielleicht zuerst einmal die Geschichte mit Werkzeug sammeln. Ist durchaus nicht schlecht, gerade wenn wir zum Beispiel da gerade bei der Werkstatt nichts machen können, bietet es sich durchaus an, dass wir dann da so einen Sammelbereich haben. Damit wir genug zu tun für alle haben. Juri geht vom Flugzeug weg und reicht einmal sammeln am Tag aus im Moment. Und der wird jetzt das vorantreiben, dass wir da bald eine Werkstatt haben. Dabei helfen wird ihm der Bob. Juri und Bob sind mal wieder am Handwerken. Jacob ist noch nicht ganz fit. Winters, der geht's wieder besser. Die wird weiter forschen. Halt, wenn wir... Ja, müssen wir. Und Alice wird auf Erkundungstour geschickt. Dann haben wir zwei, die in der Werkstatt sind, zwei, die forschen sind. Einer ruht sich aus und... Ja, ich glaube, das passt. Oder Alejandro. Alejandro, ruh dich aus. Wassertank. Da konvertieren wir noch ein bisschen was. Sehr schön. Lagerfeuer. Etwas Fleisch grillen. Eine Mahlzeit dazu bekommen. Feuer. Und es kann weitergehen. Minus 15 Holz. Minus 5 Seil. Minus eine Machete. Minus eine Axt. Handwerk 58%. Plus eine Stärke bei Bob.
Und die zwei verstehen sich gut. Forschung. Werden wir wahrscheinlich nicht ganz abschließen können am nächsten Tag. Wird noch 2 Tage dauern. Die beiden verstehen sich, die Männer. Die müssen zusammenhalten. Gibt relativ wenig Männer. Haben die Frauen die Überhand auf der Insel. +4, die verstehen sich gut. Und ein Level Up für die gute Julia. Wer war dieser verrückte Kauz mit den Antennen? Doch schnell ein anderes menschliches Wesen auf der Insel zu finden, war ein großes Glück. Überhaupt lebendig? Ich habe mich nicht getraut, nach seinem Puls zu fühlen. Ich habe keine Stimme für sie. Leck mich. Ich habe mich nicht getraut, nach einem Puls zu suchen. Da war diese seltsame Aura um ihn herum. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Schien eine Art Meditation zu sein. Tod oder lebendig hat mir nicht geholfen. Ich würde sogar sagen, er war komplett nutzlos. Wenn du es mich auf meine Art machen lässt, werde ich ihn zu reden bringen. Oje. Oh je. Na, bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist. Prophezeiung. Ja, das einzige Blabla, Krone menschlicher, ja. Die sind am Diskutieren, was dieser Antennenmann zu bedeuten hatte. Depression geht bei allen runter, aber Jacob und Iliana mögen sich nicht besonders. Raubtierfütterung. Eine schmackhafte Mahlzeit, die hat am dringendsten nötig der Alte. Und die zweite schmackhafte Mahlzeit geht dann wohl an... Ich kann es leider nicht lesen, wie viel Prozent. Aber ich sage mal, das wird die Kleine kriegen. 11, 14, 19, 18, 19? 18? Sieht ganz gut aus. So eine Mini-Mahlzeit hätten wir auch noch. Für die Julia. Und den Fisch, den schenken wir uns dabei noch. Oder? 8-12%. Julia vielleicht? Lass mal das noch. Wasservorrat -8. Depressiv, müde, schläfrig. Okay. Ist in Ordnung. Depressiv, da sollte man vielleicht was tun. Schauen wir mal, was der Tag 5 bringt. Ein X auf dem Boden. Wir werden da mal das angucken und dann einmal danach graben. Kämpfen und Schleue, das ist eine Sache für Madame Julia. Die ist zwar relativ müde, aber ich hoffe trotzdem, dass sie es schafft. Schleue, Erfolg, nice. +2 suchen, getrocknete Nahrung, Pralinenschachtel. Und eine Verfassung hat sich auch noch verbessert. Sehr nice. Die muss jetzt mega schlafen. Aber es war gut. Und ihr Level Up hat die auch noch zum Vergeben. 12 Fähigkeitspunkte. Sehr nice. Schleue kann sie gerne noch verbessern. Kämpfen vielleicht auch noch ein bisschen rauf. Handwerk, Schleue, erforschen. Was braucht ihr noch? Agilität, Stärke? Nee, was war denn das gerade? Intelligenz? Nee, ich glaube nicht, dass sie das so wirklich braucht. Ich glaube, suchen war nicht schlecht, oder? Immer zumindest mal in einem einigermaßen akzeptablen Bereich. Bei der werden wir die Schleue richtig hoch pushen. Die beiden sind am Herstellen. Das Flugzeug lasse ich dabei in Ruhe. Dabei braucht man nichts.
Die sehen jetzt einigermaßen gut drauf. Vielleicht einen Fisch grillen, das können wir machen. Vorher ganz kurz nachlegen. Das wird schon knapp da. Wasser, dabei können wir nichts konvertieren. Eine ist nur am Erforschen. Das ändert sich gleich. Alejandro kommt wieder mit. Und Jacob. Julia ist eben voll müde. Und Iliana ist auch nicht allzu fit. Die haben 65% geschafft. Das werden sie eh heute nicht schaffen. Wird sich die Julia mit der Iliana ausruhen. Die beiden stellen her und wir starten. Wir machen weiter. Plus 1 Handwerk, Level 2 für Bob. 100% geschafft. Nice. Werkzeuge sammeln wurde hinzugefügt. Da. Stärke hat sich erhöht und auch ein Level-Up für den guten Yuri. Die mögen sich auch. Ein sehr erfolgreicher Tag. Mit der Forschung geht es auch weiter. Könnten wir beim nächsten Mal dann beenden. Beef zwischen den Mädels. Level 2 für Alejandro. Das Ufer wurde entdeckt. Auf zu neuen Ufern. Die Verfassung erhöht. Die Verfassung wurde erhöht und sie können sich ja, so mittelprächtig leiden. Schön, 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 schön. Viele Ausrufezeichen, viele tolle Sachen. Der gute Yuri. Yuri ist ein toller Mann, der ist super, sollte aber auf jeden Fall seine Schleue noch verbessern, dass er da nicht die ganze Zeit auf den Sack bekommt. Diskussion werde ich auch noch erhöhen, dass wir da im besseren Bereich sind. Was macht der gute Bob? Schleue ist eigentlich für alle eine gute Idee. Verfassung, dann ist er da noch eins besser. Intelligenz kann er auch noch machen. Suchen. Ja, wird hauptsächlich Schleue. Alejandro. Alejandro, was macht Alejandro? Der verbessert mal seine Schleue. Das Wissen, was war das Wissen nochmal? Na, braucht er eigentlich nicht. Jagen, Fischen, Ernten, Kochen. Der ist halt in allen so einigermaßen mittelprächtig gut. Forschungsstärke, Diskussion war nicht schlecht bei ihm. Vielleicht könnte er das wirklich antreiben, dass der mehr labern kann mit allen. Dann brauchen wir noch mehr Schleue, damit er nicht gleich attackiert wird. Das war's mit unseren Level-Ups. Okay. Schauen wir mal in den neuen Bereich, den wir erforscht haben. Ein Floß. Diesmal machen wir nicht surfen. Wir durchsuchen einmal mit der guten Julia. Fehlschlag, ui, Monsterattacke, bam. Plus 1 Schleue. Du findest nichts auf dem Floß. Super. Gut gemacht, Julia. Versuche von der Insel zu entkommen. Nee, etwas Holz sammeln. Versuche den Strand zu erkunden. Ja, das machen wir. Surfen bringt ja leider, glaube ich, nichts. Zumindest ist das einmal, haben wir, glaube ich, Pirat gespielt und dann war das nicht erfolgreich. Und von der Insel zu entkommen. Ach, ernsthaft? Nee. Nee, glaube ich nicht, dass das klappt. Aber die Julia wird einmal herum chauffiert. Du springst auf das Floß und versuchst in der Nähe der Küste zu segeln. Du findest schnell einen kleinen Bach
Und dem du seltsam angezogen wirst, eine blaue Frau steht mit Picknick an, ohne ein Wort teilt sie mir den künstlichen Lebensmittel, köstlichen Lebensmittel, danach schönen Sinne, und du kannst dich, ja, du bist wieder da, wo du das Floß gefunden hast. Okay, das ist wie beim letzten Mal. Hunger hat sich reduziert, sie hat prächtig gegessen, immerhin. Na, wie es macht beim nächsten Mal, dann vielleicht doch lieber das Holz. Allzu erfolgreich war das jetzt eigentlich nicht, außer dass sie keinen Hunger mehr hat. Wir haben hier Müdigkeit 23%. Bei denen geht's eigentlich noch einigermaßen. Keine Anleitung ausgewählt. Uns fehlt Holz und Seil. Das bietet sich doch super an, dass wir da gleich einmal sammeln gehen. Beide. Und 19%, okay. 49, ja, das ist schon ein bisschen besser. Die beiden werden das mal gemeinsam machen. Erforschen 82%. Wo ist unser OP? OP hilft mal bei der restlichen Forschung, dass wir da auf 100% sind. Lagerfeuer passt. Tank können wir dabei nichts umwandeln. Gut, dann machen wir weiter. 57 Minuten, 58. Oh, wir sind schon wieder am Folgenende gleich angekommen, aber machen wir das noch. Und wir machen keinen speziellen Fokus. Sucht einfach mal, was ihr findet. Wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall Stein und wir brauchen auf jeden Fall Holz. Seil braucht man, genau. Holz und Seil. 18 Holz, 8 Seil. Gucken wir mal in unseren Koffer, was wir da haben. 4 Seil. Okay. Also Holz und Seil wären nicht übel. Schaut mal, was ihr so finden könnt. Ihr beiden. Die beiden erforschen da. Das Pärchen. Wissen erhöht sich und 100%. Neue Anleitung zur Herstellung von Angel. Geil. Bob ist unser super Angler. Der kann das gleich machen. Da gab es Beef zwischen den beiden. Die verstehen sich. Plus 6 Holz, plus 2 Stein, plus 1 Seil. Super. 2 Heilpflanzen gab es auch noch. Sehr schön. Super gemacht, Jungs. Und leiden können sie sich auch. Das Pärchen hat einen neuen Bereich entdeckt. Und auch die haben einen schönen Tag gemeinsam verbracht. Alice ist neugierig und versucht, die Winters auszufragen. Und ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Euch vielen Dank fürs Zuschauen von Daddy Bermuda von der zweiten Staffel. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich freue mich schon darauf und hoffe, dass wir unseren Rekord von 13 Tagen schaffen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.